Ich habe gedacht, wenn ich schon da bin, dann kann ich ja auch mal ein bisschen umfragen, wie die Leute hier so auf Weihnachten sprechen sind. Vermutlich immer gut am Weihnachtsmarkt. Hallo, darf ich schnell etwas fragen? Es geht zum Thema Weihnachten, Weihnachtszeit. Hast du gerne Weihnachtszeit? Ist das eher Stress oder Freude? Ich würde sagen, es hat ein bisschen beides drin. Es ist eine mega Freude, weil man halt so viel Familie sieht und Leute sieht und die Kinder sind völlig. Ich bin immer happy drin. Aber es ist ein bisschen Stress mit all den Geschenken. Ist es vor allem eine Zeit zum Geniessen oder auch eine stressige Zeit? Es geht möglichst zum Geniessen, aber es gibt sicher den einen oder anderen Stress, gell? Ja, die Weihnachtszeit habe ich sehr gerne, ja. Ist es eine Zeit, die Sie geniessen können oder wo Sie eher ein bisschen Stress haben? Nein, die geniesse ich von A bis Z. Mit dem Stress macht man sich wahrscheinlich selber, oder nicht? Aber es ist schon ein bisschen hektischer, wie das sonst, ja. Also ich liebe Weihnachten. Also vor Weihnachten vor allem. Basteln, backen. Mal. Jetzt geniessen wir es. Jetzt haben wir nicht mehr im Verkauf. Dieses Jahr das erste Mal. Und die Stimmung ist etwas verloren gegangen. Es geht um die Weihnachtszeit. Ob das eine schöne Zeit ist, die man geniessen kann, oder eher eine gestresste Zeit? Bei uns ist es stressfrei. Wie machen Sie das? Man muss ja nicht Stress machen wegen dessen. Nein, das geniessen wir. Ja. Was ist Ihr persönlicher Weihnachtstipp, dass das eben eine schöne Zeit wird? Nicht zu viel wollen. Also ja, nicht zu viel machen, nicht zu viel wollen. Betonung aufs Besinnliche und nicht das Geschenk und derartiges. Und wir tun natürlich da in der Familie schon, so gut es geht, wir das können auch pflegen. Und ja, es ist auch, es geht dann nebst dem, dass der persönliche Glaube dazugehört, eben auch eine schöne Tradition. Oder? Geniessen, man kann sich einstellen, man weiss es. 12 Monate vorher. Ja, was heisst denn das? Was machen Sie dann vorher, dass es nachher kein Stress wird? Ich kaufe zum Beispiel unter einem Jahr auch Geschenke. Das ist das eine. Und ich kann ja unter einem Jahr ein bisschen umschauen. Und ich habe ja meine Weihnachtsdeko schon daheim eigentlich. Von jedem Jahr kann die schön wieder aufhängen. Ja. Richtig geniessen. Dann mögen Sie so lange die Geschenke verpacken, bis Weihnacht ist, oder verstecken. Ja, sicher. Danke vielmals. Muss ich keinen Stress machen.